Hey, Sascha hier von netbooknews.de. Wir sind gerade auf dem MSI-Presse-Event hier in Taipei und sind um ein ganz interessantes Gerät hier gestolpert. Das ist MSI Wind U270. 11, ich sag schon 11.6, ich glaube, gerade das englische Video. 11.6-Inch Display, 1366x768 ist die Auflösung. Aber was viel interessanter ist, wir haben mal gerade ins BIOS geschaut, da steht AMD Engineering Sample at 1.6 GHz. Das ist die Sakati-Plattform, die wir zum ersten Mal während der Windows IDFs gesehen haben. Ansonsten, wir schauen mal ganz kurz ums Gerät umherum. Wir haben hier einen Anschluss fürs Netzteil, VGA-Ausgang, HDMI-Ausgang, USB 3.0 haben wir da. Dann auf der anderen Seite Anschlüsse fürs Headset, Mikrofon, zwei USB 2.0 Anschlüsse, 4-in-1-Card-Reader und dann hier ein Anschluss für euer Ethernet-Cable und dann Kensington Keylock. Auf der Rückseite, drehen wir mal eben kurz so um. Ja, hier ein großer Deckel, wo wahrscheinlich direkt an die Festplatte kommt. Die startet übrigens bei 320 GB. RAM sind 4 GB hier verbaut. Der Akku hier, 3-Zellen-Akku, 2200 mA bei 11.1 Volt. Ich hoffe für MSI, dass da noch ein 6-Zeller reinkommt, weil ansonsten mit der Sakati das Ding in ungefähr 2-3 Stunden leer lutschen, wenn du den vernünftig laufen lässt. Also, wie gesagt, das ist ein absolutes Vorserienmodell. Ich bin fest der Meinung, dass da ein größeres Akku reinkommt. Wie sieht es aus mit dem Keyboard? Chiclet Keyboard, sehr, sehr gutes Feedback, definitiv eine Steigerung gegenüber dem MSI Wind U160. Vielen Dank MSI, dass du ein bisschen gehört hat, weil ich habe die letzten Generation ordentlich schlecht geredet, weil sie einfach auch schlecht waren. Es war einfach eine schlechte Verarbeitungsqualität, aber das hat sich definitiv hier verbessert. Relativ kleines Trackpad, da hätte ich mir ein etwas größeres erwartet, zumindest einzelne Mausbutton. Das ist okay hier, wie gesagt, hier ein paar Status-LEDs, 1.3 Megapixel Kamera ist da vorne noch eingebaut und hier seht ihr noch ein eingebautes Mikrofon. Das ist es im Grunde genommen, sehr viel glossy, nicht nur hier, sondern auch auf dem Deckel. Also immer schön ein Tuch bei der Hand haben, weil ihr werdet hier ordentlich Fingerabdrücke abwischen dürfen. Ansonsten, wie sieht es aus mit dem Preis? Keine Ahnung. Wie sieht es aus mit dem Erscheinungstermin? Ja, auch keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es zur CES offiziell angekündigt wird. Eins noch, es ist recht leicht. Ich würde mal sagen 1,3 bis 1,4 Kilogramm. Und ja, interessantes Gerät, MSI Wind U260 mit der neuen AMD Sakati-Plattform. Ich bin Sascha von netbooknews.de, hier auf dem MSI-Event in Taipei. Vielen Dank fürs Zusehen.